Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Expeditions im Mudrunner Game. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir quälen uns einmal weiterhin durch das Flussbett. Und eine Sache wollte ich ausprobieren. Ob wir eventuell besser hier oben lang fahren können. Weil das sieht irgendwie ein bisschen gefälliger aus. Gefälliger, nicht gefährlicher. Aber, Nee, da liege ich falsch. Dem ist nicht so. Wir quälen uns lieber hier einmal durch. Irgendwie sieht das Wasser anders aus wie sonst, oder? Haben die irgendwas geupdatet? Mit dem letzten Patch? Von dem Wasser? Es sieht wässriger aus. Nee, also irgendwas hat sich verändert. Ich kann nicht so richtig sagen, was, aber ich habe das Gefühl, irgendwas hat sich verändert. So. Jetzt müssen wir einmal hier gerade schauen. Also es könnte passieren, so habe ich irgendwie im Gefühl, dass ich heute mich hier auf die Schnauze lege. Ich bin irgendwie risikofreudiger heute. Okay. Luftabwurf, Handel, ja. Es war auch Quatsch, dass ich zwei davon mitgenommen habe, ne? Egal. Das nehmen wir mit und das nehmen wir auch mit. Jetzt müssen wir mal schauen, wie kommen wir hier hoch? Wo haben wir hier Möglichkeiten? Hier würde ich sagen. Das klappt. Übrigens, ich weiß noch nicht genau, in welcher Frequenz jetzt wieder Expeditions-Videos kommen. Also, ich bin mal vorsichtig und sag, ich will euch gerade nicht zu viele Hoffnungen machen, dass das jeden zweiten Tag wird, vielleicht auch eher jeden dritten Tag oder so. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es zwei, drei Tage in der Woche, die ich dann fest einplane auch wieder. Snowrunner. Expedition-Videos zu machen. Na. Ich sag ja. Heute werden wir mehrmals noch umkippen. Oh, okay.
Finde ich ein cooles Motiv. Schöner wäre es eigentlich, wenn er noch gerade so schräg stehen würde. Mach Fuß. Mach Männchen, so. Mach Männchen auf. Sei ein braver, kleiner Marschall. Okay. Inventar. Ah, ich krieg dieses nach wie vor, nach jetzt mit über 50 Stunden, 50 Folgen, kriege ich es nicht aus mir raus, Escape zu drücken. Durch. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. So, scannen. Noch einmal. Ah, nochmal dreimal war es immer, ne? Ja. Nein? Viermal? Nee, okay. So, okay, also, jetzt müssen wir einmal auf die Karte gucken. Hier ist der nächste. Dann könnte ich mir das hier vorstellen. Wo ist es? Also hier unten. Ja, doch, das könnte klappen. Hier hoch. Hier rum. Was sind das für Steine? Weil die so, Entschuldigung, weil die so rausstechen aus dem Ganzen. Sehen so platziert aus. Gut. Jetzt die Frage. Brute Force? Oder nicht? Machen wir Harakiri. Nein, 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 nein. Ui. Das hatte ich jetzt nicht vor. Oh, ich muss noch mal ein Foto machen. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Screenshot. Ja, der ist besser als der erste eben gerade. Aber man muss sehen, dass die Reifen in der Luft sind. So. Sonst sieht es irgendwie durch die Perspektive aus.
So, eins, zwei, drei. Uah, yeah. Aber vielleicht hätte ich heute nicht spielen sollen. Aber auf den Reifen, auf allen Vieren gelandet. Also für jeden unter euch, die hier die absoluten Puristen sind und das Spiel gerade ernst nehmen. Ich glaube, ich kann es heute nicht. Aber ich habe heute gar keinen Aufnahmetag. Ich habe einfach Lust gehabt, das Spiel zu spielen. Also es ist wirklich nicht, dass irgendjemand denkt, ja, komm, dann lass es doch lieber. Nee. Hatte ich gerade einfach verrückten Lust drauf. Verrückt. Ich hatte Lust drauf, das wollte ich sagen. So, aber hier oben, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wir da. Ist auch so vorgesehen, ne? Wenn ich hier schon sehe, dass es da den Weg gibt. Oder soll das irgendwie eine Anekdote an hier, jetzt komme ich nicht. Jetzt komme ich auf das Märchen nicht. Hans und Gretel. Mit Brotkrümen und so, aber ich glaube nicht. Brotkrumen. Nee, ich glaube nicht. Den Spuren nach zu urteilen, sind sie nach Norden gefahren. Okay, Spuren nach Norden, anscheinend. Ui. Das hat mal ein bisschen was. Wobei, hier unten geht's lang. Hier. Ich könnte mir das hier vorstellen. Das gucken wir uns gleich an. Das hier, glaube ich, ist easy. Und dann geht's darüber. Ja. Gucken wir uns gar nichts groß an. Let's go. Also das mit den Ästen, das ist immer noch. Dann finde ich, den sollten die irgendwie lieber abbrechen oder sowas. Dass man da immer so dran hängen bleibt. Aber das ist ja auch dasselbe bei SnowRunner. Ja, richtig geiler Vault. Ach, guck mal da. Dreht sich so eine Turbine, Windrad, wie auch immer. Cool. Ich habe den Unterschied noch nicht so ganz zu Arizona geblickt. Okay, ich soll Drohne benutzen, dann. Ah, erkunde das Gebiet. Ja, das wäre auch sinnvoll. Ach, gucke mal da. Ich sollte mir allerdings vorher auf der Karte einmal angucken, wo wir überhaupt hier hin sollen, nicht, dass ich total in die falsche Richtung fliege. Aber das war gar nicht so verkehrt. Ich kann nur, glaube ich, hiermit nicht. Ja, doch, 75, 80.
Immerhin schon mal 80, 81%. Das ist doch schon mal was. Also cool wäre natürlich immer noch, wenn die Drohne in der Luft bleiben würde und man sie entweder aktiv zurückholen muss mit so einer Funktion oder sowas. Indem man halt wirklich sagen kann, hier, liebe Drohne, fliegt zurück zum Standort. Mal kurz auf die Karte gucken will. Dass man dann halt nicht irgendwie da wieder bei Null anfängt. Das macht ja auch gar keinen Sinn, ne? Und wenn man jetzt irgendwie rausgeht und die Drohne da in der Luft lässt und nicht wieder zurückholt und weiter wegfährt, dann tut sie halt irgendwann einfach wieder im Inventar spawnen, ne? Also. Es wäre nicht schlimmer wie jetzt. Sagen wir es mal so. Es wäre nicht schlimmer wie jetzt. Na, wunderbar. Damit haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Erkenne mindestens für unbekannte Punkte auf der Karte. Jo. Standard. Alles klar, meine lieben Freunde. Das war's auf jeden Fall von Canap Creek. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War eine ja, bisschen unübliche Folge, aber fand ich ganz lustig. Also, macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.